Du bist also nicht in mich verliebt? Naja, ich will ja nichts sagen, aber ich war nicht der Einzige, der geglaubt hat, dass du... Ach, du warst nicht der Einzige, der gedacht hat, dass ich in dich... Tja. Naja, wenn das so ist, dann... Ja, dann muss ich es wohl zugeben. Ben Petersen, du bist mein Traummann und ich bin froh, dass ich es endlich loswerden kann. Sehr witzig. Witzig? Weißt du, was ich witzig finde? Ich finde es witzig, dass du hier behauptest, ich würde was von dir wollen, obwohl wir beide doch ganz genau wissen, dass du hier derjenige bist, der verknallt ist. Und zwar in mich. Was machst du denn hier? Ich war gerade... Woher wusstest du, dass ich hier bin? Ich finde dich doch überall. Egal, wo du bist. Ich liebe dich, Ben. Ich liebe dich auch. Halt mich fest. Hörst du den Kuckuck? Das heißt, er kann die Zukunft voraussagen. Du musst hören, wie oft er ruft, und dann weißt du, wie alt du wirst. Ja, der Kerl ruft schon eine ganze Weile. Ich glaube, ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Aber alt werden allein ist auch nicht alles. Nein. Allein alt werden aber auch nicht. Hey! Kuckuck! Wie viel Zeit haben wir noch gemeinsam? Du musst los. Ja, mein Handy hat mich gerade an einen Termin erinnert. Okay. Ich bringe dich noch ins Gutshaus. Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht, ohne dich zu sein, aber ich schaffe es nicht. Ich kann's nicht, ich fühl's auch gar nicht. Ich weiß. Mir geht's genauso, Ben. Ich wünschte, das könnte immer so sein. Aber im Moment ist das ein Traum, ne? Ja, ich weiß. Am liebsten würde ich jeden Augenblick mit dir für immer festhalten. Aber jetzt ist wieder Alltag.
Ja, eine kleine Auszeit wäre jetzt schön. Aber wie du sagst, im Moment ist Alltag. Bis bald.